Im Gazastreifen ist eine viertägige Waffenruhe zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel offiziell in Kraft getreten. Die Feuerpause begann am Freitagmorgen um 6 Uhr. Während der Feuerpause sollen insgesamt 50 israelische Geiseln der Hamas sowie 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden. Die ersten Geiseln, 13 Frauen und Kinder, sollen gegen 16 Uhr freikommen. Dies ist ein schwieriger und angespannter Abend für uns alle, insbesondere für die Familien, deren Angehörige entführt wurden. Heute ging eine vorläufige Liste mit den Namen der entführten Frauen und Kinder ein, die in der ersten Phase der Rückführung der Entführten freigelassen werden sollen. In den letzten Stunden haben die für den Kontakt mit den Familien zuständigen Beamten die Nachrichten sensibel und zurückhaltend übermittelt. Israel und die Hamas hatten sich nach langwierigen Verhandlungen unter Vermittlung von Katar auf die Vereinbarung geeinigt. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dauert nun bereits seit fast 7 Wochen an. Am 7. Oktober waren hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas nach Israel eingedrungen und hatten dort Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Als Reaktion darauf begann Israel damit, Ziele im Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus massiv anzugreifen.